Wir denken, wir haben jetzt so einen guten Einstieg erhalten, so in diese ganzen Neuerungen aus politischer Sicht, beschaffungsrechtlicher Sicht. Und jetzt folgt quasi der dritte Teil, der technische Sicht, obwohl ja IT, wie wir gehört haben, nur einen kleinen Teil der gesamten öffentlichen Beschaffungen ausmacht, ist es sicher ein Teil, der wächst, aber sicher auch ein Teil, der eben viele andere Beeinflussungen hat. Und von dem her, denke ich, macht es Sinn, dass wir uns heute auch vertieft mit IT-Beschaffung und mit den technischen Möglichkeiten dieser Abhängigkeiten beispielsweise auseinandersetzen. Und so darf ich jetzt begrüßen als dritten Redner dieses Morgens Andreas Amsler von der Firma Leap. Sie beschäftigen sich schon länger mit nachhaltigen IT-Strategien und haben da eine interessante Idee der Microservices, die wir jetzt kennenlernen werden. Also, danke vielmals, Matthias, für diese Einführung. Ich habe ein bisschen eine angeschlagene Stimme. Da möchte ich mich entschuldigen. Ich hoffe, Sie verstehen mich gut. Und ich bin auch ein bisschen übernächtigt, weil ich gerade in einer solchen Ausschreibung bin, ein Angebot zu verfassen. Und wenn man das so leidenschaftlich tut, wenn man Government Tech wirklich weiterbringen will, dann macht man das halt auch über die Nacht. Microservices, Matthias Stürmer hat es gesagt, sei eine Idee von Leap. Das wäre schön. Es ist eine Idee da draußen in der Welt, die es schon sehr lange gibt. Und ich möchte jetzt zeigen, wie man diese Idee zum Leben erwecken könnte, auch in unserem Umfeld hier. Jetzt brauche ich hier den Klicker. Genau. Ich habe ein bisschen bewegliche Bilder zum Teil gemacht, um hier auch Ihre emotionalen Seite ein bisschen anzusprechen. Wenn wir, und das wissen wir alle, von IT-Projekten sprechen, ich bin ja ein Praktiker, der da tief drin ist, der das dann tut, das macht, dann wissen wir, Kostenüberschreitungen, die gehören dazu. Das ist ein systemimmanentes Risiko, und zwar nicht nur in der öffentlichen Beschaffung, sondern in der Beschaffung für den öffentlichen Hand, sondern überhaupt von IT-Projekten, großen Organisationen. Das Zweite ist Abhängigkeiten, zum Beispiel Abhängigkeiten von Anbietern. Herr Gigi ist da schon vertieft darauf eingegangen. Da ist der öffentlichen Hand, da sind hier spezifische Rahmenbedingungen gesetzt, die private Organisationen als Beschaffende so nicht kennen. Es gibt auch noch viele andere Abhängigkeiten, technische und so weiter. Verspätungen, Faktor Zeit, ist auch etwas, damit muss man immer rechnen, ist nichts Besonderes in der IT-Entwicklung jetzt für die öffentliche Hand. Wir sind überzeugt, dass alle diese drei Risiken letztendlich, also Kosten, Abhängigkeit und Zeit, ihre negativen Auswirkungen zeigen, wenn es uns nicht gelingt, die Komplexität der und in den Projekten aktiv zu bewirtschaften. Also wenn wir einfach davon ausgehen, dass das halt alles so ist, dann wird es auch passieren und dann ist es meistens schon zu spät. Wir müssen also Komplexität strategisch steuern. Das ist jetzt ein super Votum. Und Sie fragen sich sicher, ja, wie wollen wir das tun? Und da geht es jetzt genau darum, dieser Ansatz, den ich Ihnen hier vorstellen möchte, der ist so ein Lösungsansatz. Wichtig jetzt hier an dieser Stelle, managen heißt wirklich für mich aktiv bewirtschaften. Also das heißt, Komplexität kann auch Chancen bedeuten, die man nutzen kann. Die drei genannten Herausforderungen, Kosten, Abhängigkeit und Zeit, werden von vielen eben als alternativlos betrachtet. Wirkliche Veränderungen können nur mit einem Paradigmenwechsel kommen. Und dieser Paradigmenwechsel für uns bedeutet weg von diesen großen monolithischen Systemen hin zu kleinen, miteinander kommunizierenden Einheiten. Was Sie hier sehen, ist ein Bienenstock. In der Mitte, da tut sich was. Da kommt eine Biene, die ihren Job erfolgreich erledigt hat. Sie hat Pollen gefunden, kommt zurück in den Stock und führt einen sogenannten Schwänzeltanz auf. Sie kommuniziert damit ihren Kolleginnen, wo
in welcher Distanz, welche Menge, welche Art von Pollen sie gefunden hat. Warum tut sie das? Sie teilt relativ schnell und einfach klar in einer verständlichen Sprache, einem Kommunikationsprotokoll, den anderen mit, wo diese ihren Job effizient, schnell und einfach erledigen können. Das Internet ist das Paradigma, ist dasselbe Paradigma. Wir haben eine unendliche Vielzahl von kleinen, überall chaotisch sich befindenden, arbeitenden Services, einzelne Dienste, die über ein einfaches Kommunikationsprotokoll HTTP miteinander verbunden sind und zusammenspielen. Und wie Sie wissen, spielen sie hochperformant und äußerst stabil zusammen, obwohl es sich eigentlich um ein chaotisches, sehr verteiltes System handelt. Diese großen Internetfirmen hier, ich habe ja nur vier jetzt hier auf dem Slide, was die tun, die reproduzieren dieses selbe Paradigma für ihre interne Anwendungsentwicklung. Das heißt, sie bauen keine monolithischen Großsysteme, sondern distribuierte Microservice-Systeme, die hochgradig nachvollziehbar, skalierbar und ausfallsicher sind. Und sie tun das schon lange. Amazon seit etwa 2000 hat das begonnen. Diese Microservices sind also die Bausteine. Und diese einzelnen Bausteine sind wiederum genauso gebaut wie das Internet im Kleinen. Und dieses Paradigma fließt seit mehreren Jahren und mehr in die IT-Entwicklung ein. Es ist ein Architekturthema, ein Software-Architekturthema. Vielleicht hat es auch Architekten hier unter Ihnen. Ich bin kein Architekt, aber ich habe mit Architekten zu tun. Wichtig ist hier, Ziel ist, möglichst kleine Bausteine zu haben. Und die Bausteine mittels standardisierter Schnittstellen miteinander zu verknüpfen. Warum möglichst klein? Ein kleines System bleibt überschaubar, sprich verständlich. Wir haben einerseits hier ein Sinnbild für einen großen Monolith, dieser Würfel. Ich habe das genommen, weil man da eben so knobeln muss, oder? Wenn jetzt irgendwie dieser Würfel kommt, jetzt ein neuer Mitarbeiter muss den Würfel verstehen, oder? Ziemlich schwierig. Oder neue Anbieter, beinahe unmöglich. In diesen Monolithen sind die Prozesse intern so eng verbunden, dass sie eben nur bedingt, beziehungsweise wenn überhaupt, von wenigen verstanden werden können. Das sind keine guten Voraussetzungen, um Komplexität aktiv zu bewirtschaften. Ohne dass die Kosten steigen, die Abhängigkeit weiter zunimmt, Abhängigkeit von Anbietern, von Technologien, von Legacy-Technologien, daraus dann wieder eben die Kosten, diese Technologien weiter zu warten, diese Applikation weiter zu warten, steigen. Und ebenfalls auch der Faktor Zeit sich immer weiter negativ auswirkt. Stichwort Performance des Systems oder eben Legacy, es geht immer länger, man muss es weiter betreiben oder dann am Schluss ganz, ganz groß dann wieder ablösen. Ein weiterer großer Monolith wird ausgeschrieben. Zum Vergleich sind Microservices da komplett entkoppelt voneinander. Sie sind klein, einfach, ersetzbar. Eine Microservice-Architektur kann man sich auch ein bisschen so vorstellen, oder wie auf einem Containerhafen. Die einzelnen Container können einfach ausgetauscht werden. Und, das ist jetzt ganz wichtig in der Softwareentwicklung, an einem Container kann ein Team unabhängig von einem anderen Container, an dem ein anderes Team arbeitet, arbeiten. Diese Abhängigkeit ist auch viel geringer.
Und jetzt ist interessant, dass in der Weiterentwicklung, wenn man das jetzt anschaut, diese Microservice-Systeme dieser großen Firmen, die ja schon seit vielen Jahren so arbeiten, dann bleibt eigentlich Architektur dieser Systeme bleibt stabil, weil die Systeme über die APIs miteinander sprechen. Das heißt, die API-Logik muss angepasst werden, wenn die Architektur angepasst werden soll. Und das ist aufwendig. Darum passiert das nur, wenn es wirklich nötig ist. Also wir haben es nicht wie in den Großsystemen, Monolithen, wo sich die Architektur organisch weiterentwickelt, weil sie das kann. Und weil sie es kann, tut sie es auch. Weil man muss das System weiterentwickeln, anpassen. Es wird immer größer. Es gibt so da viele Metaphern dafür, oder das ist dann so die Spaghetti-Box, wo man nicht mehr weiß, wie funktioniert das da drin, diese Blackbox. Da möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Ganz entscheidend auch noch, viele verschiedene Technologien können eingesetzt werden pro einzelner Service. Die Technologie, die passt. Natürlich ist es nicht das Ziel, da einen möglichst bunten Blumenstrauß an Technologien zu haben, aber es gibt, Sie wissen es, einen technischen Wandel und diesen soll man, wo nötig, effizient möglich, nachvollziehen. Jetzt habe ich aber genug so abstrakt geredet, jetzt möchte ich in eines dieser Bienenstöcke eintauchen. Das ist ein Projekt, wo wir selber involviert sind. Open Data Swiss, der Metadatenkatalog für Open Data des Bundes, aber eben auch der Kantone, der Gemeinden und von Organisationen mit einem staatlichen Mandat, SBB als Beispiel. Entscheidend ist hier, an dieses System sind viele Umsysteme aus anderen Domänen, sei es andere politische Ebene, andere Business-Einheit angebunden, und zwar automatisiert. Wir haben also Quellen, verschiedene Kantone, Geodaten, Metadatenkataloge, die angebunden sind automatisch. Wir haben andere Open-Data-Kataloge oder wir haben Fachanwendungen, zum Beispiel das Statistische Amt des Kantons Basel-Stadt. Diese liefern über sogenannte Harvester-Services, Harvester für Ernten, ein automatisierter Prozess, kleines Code-Element, das regelmäßig vorbeigeht und schaut, gibt es neue Metadaten und die abholt. Und interessanterweise, der Metadatenkatalog Open Data Swiss liefert auch an Zielsysteme automatisiert Metadaten aus. Zum Beispiel, alle Metadaten auf dem Katalog sind auch auf dem European Data Portal via solche Harvester verfügbar. Und via die Action API können auch weitere Frontend- und Backend-Anwendungen an dieses System, ein richtiges Infrastruktursystem, angebunden werden. Das System selber ist nicht so wahnsinnig groß. Man kann es aber auch nicht unbedingt als Microservice an sich bezeichnen. Aber entscheidend ist hier, Harvester APIs sind Microservices. Einmal bauen, immer wieder verwenden für verschiedene Datenquellen. Was Sie hier also haben, sind diese Endpoints und Pipes. Entscheidend standardisierte Protokolle und Formate, damit diese einfache Kommunikation funktionieren kann. Jeder dieser Services ist für sein Funktionieren selbst verantwortlich. Wir gehen nicht zu Swisstopo und sagen, wie sie GeoCat, den Metadatenkatalog für Geodaten, betreiben sollen. Sondern wir haben eine standardisierte Schnittstelle, wir beziehen das, was wir brauchen und that's it. Das heißt auch, jeder Service hat seine eigenen Datenbanken. Wir haben keine Moloch-Datenbanken, die für verschiedene Anwendungen innerhalb eines Systems alles ermöglichen sollen. Dann haben Sie diese, zum Beispiel Oracle, schafft das dann irgendwie, aber große Datenbanken-Systeme, wo auch wieder niemand rauskommt, wieso ist das eine so parametrisiert und das andere so. Wenn ein Harvesting in dem Open Data Swiss System und Umsystemen falsch ist, fehlerhaft ist, dann wird der Fehler analysiert und man kann ihn dort beheben, wo er wirklich auftritt. Man muss nicht irgendwelche Hacks machen darüber. Monitoring ist dafür entscheidend, dass man auch sieht, wo geht was schief. Ich möchte nochmal wiederholen, ihr Kleider, einen Service, das ist ein No-Brainer, desto einfacher sind die Risiken in diesem Service zu bewältigen. Also Kosten, Abhängigkeiten und Zeit, viele weitere Risiken. Ein anderes Beispiel, das gibt es leider noch nicht,
Aber viele von Ihnen hier im Raum, die vielleicht auch Anbieter sind, so wie ich, oder auch Beschaffer, die Lösungen beschaffen, werden wahrscheinlich in Ausschreibungen auf diese Anforderung kommen. Man muss ein Dokument oder noch besser irgendwelche Daten müssen in ein PDF ausgespielt werden. Und dieses PDF muss gemäß CIC der Bund formatiert sein. Jetzt ist es mal so, ich nehme an, dieses System gibt es nicht. Vielleicht können Sie mich da aufklären und es gibt das. Das wäre sehr toll. Dann möchte ich das in den nächsten Ausschreibungen sehen, dass man diesen Dienst verwenden kann und ihn nicht neu selber wiederentwickeln muss. Weil ich vermute, dieser Dienst, der wurde in vielen Applikationen immer wieder neu auf verschiedene Art und Weise entwickelt, muss weiter betrieben werden, kostet, zeitaufwendig, eigentlich ein langweiliges Ding. X-Anbieter implementieren also PDF-Vorlagen, X-Anbieter lösen immer wieder die gleichen Layout-Fragen. Wenn es das jetzt gäbe, könnte man einfach die Daten an diesen Microservice anschließen und es wird ein PDF ausgespielt. Einmal bauen, immer wieder verwenden. Wichtig ist, Sie sagen jetzt, oh, Microservices, ganz viel Verbindungen, Chaos, wie kann man das managen? Wichtig ist, braucht gemeinsame strategische Prinzipien, die das Zusammenspiel sichern und damit den Erfolg. Heute werden Risiken, ich kenne das ja auch aus eigener Erfahrung, versucht weitgehend auf Projektebene taktisch zu meistern. Die Ressourcen dafür zeitlich, aber eben auch vor allem die Wirksamkeit ist beschränkt innerhalb eines Projektes. Darum kann das mit Glück nach bestem Wissen und Gewissen vielleicht funktionieren, um die größten Fails zu vermeiden oder es geht dann wirklich schief. Was es braucht, ist aktive Risikobewirtschaftung auf einer projektübergreifenden Ebene. Denn Komplexität, das kennen Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung, so hoffe ich, lässt sich immer besser eigentlich im Kollektiv regeln. Zum Beispiel dieses Bild hier, Verkehrsregeln, Markierungen auf der Straße, die wissen, ah, da ist ein Fußgängerstreifen. Das müssen wir kollektiv regeln. Kann nicht angehen, dass jeder Einzel hier versucht, zu sagen, also meine Handbewegung bedeutet, ich will über die Straße und so. Das ist so ein Beispiel. Wenn Sie mal in Japan sind, werden Sie das sehen, wie gut, dass sich das regeln lässt. Was mein Punkt hier ist, wir müssen das Rad für diese projektübergreifende Koordinierung oder strategische Führung nicht neu erfinden. Wir können schauen, was die Kollegen vom Government Digital Services in den UK gemacht haben 10 Prinzipien aufgestellt, vor 5 oder 7 waren es, vor etwa 5 oder 6 Jahren, mittlerweile sind es 10. Und diese Prinzipien müsste man nur übersetzen, müsste sie anwenden, vielleicht müsste man die Spurbreite für die Schweiz ein bisschen anpassen und dann daraus lernen und anpassen. Eines dieser Prinzipien bedeutet, bauen wir digitale Dienste, und nicht Websites. Es gibt schon genügend Websites der Bundesverwaltung, der Kantone, der Gemeinden. Es gibt auch immer dieselben Websites. Alles große Legacy-Systeme. Ich will nicht hier den Umsturz fordern, sondern Evolution. Denn bereits in diesen Monolithen können weitere Microservices gebaut werden, damit diese miteinander mit anderen Systemen kommunizieren können. Womit beginnen Sie jetzt, wenn Sie in diese Richtung gehen wollen, wenn Sie in diese Richtung sich weiterbilden wollen? Haben Sie Mut zum Kleinen. Das ist mein Eindruck aus jetzt beinahe 10-jähriger Praxis, fast schon eine revolutionäre Forderung, weil diese Beschaffungen sind ja tendenziell immer groß. Es gibt auch Interesse daran, und gewisser Seite, dass sie groß sind. Ich könnte als Anbieter auch wünschen, dass sie möglichst groß sind, budgetmäßig. Aber je größer, desto risikobehafteter. Und wenn ich dann als Anbieter ein Problem oder Probleme generiere,
dann muss ich die auch ausbaden. Die sind dann auch groß. Ich spreche hier als Mitarbeiter eines KMUs, 150 Mitarbeiter, aber das kann ans Lebendige gehen. Zweitens, Interoperabilität als Eignungskriterium. Ich möchte gerne mehr, viel, viel mehr Ausschreibungen sehen, wo das ein Eignungskriterium ist. Dass die zu beschaffende Lösung interoperabel ist, über Schnittstellen verfügt, standardisierte Schnittstellen. Das hilft, Legacy-Probleme zu lösen. Und es hilft, nicht immer dasselbe, immer auf andere Weise neu zu bauen. Das ist mein dritter Punkt. Teilen und wieder nutzen. Das spart Zeit. Ich sage hier nicht, dass zum Beispiel agile Softwareentwicklung, dass das günstiger ist. Aber wenn man bereits sehen kann, sich auf die Schultern von sogenannten Giants sich stellen kann, was andere getan haben, dann kann man diese Dinge für sein eigenes System nutzen, daraus lernen. Also beim Bauen immer ans Teilen denken. Government Digital Services Prinzip Nummer 10 ist, make it open. Open Source wäre hier ein Ansatz, was Sie entwickeln. Natürlich, das ist auch dann schwierig, wie wir wollen das realisieren. Darüber möchte ich heute gerne mehr von Ihnen erfahren und danke Ihnen schon mal recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Andreas, für diese technische Perspektive über die Zukunft der IT. Das ist natürlich sehr erfreuliche News, da in dem Sinn, Open und so zu hören an dieser 6. Beschaffungskonferenz. Jetzt haben wir noch so rund 10 Minuten zur Verfügung vor der Kaffeepause. Ich möchte die Gelegenheit bieten, ein paar Fragen zu stellen. Ich schlage vor, wir beginnen mal mit den technischen Fragen. Wenn es dann plötzlich sehr juristisch wird, werde ich dann das Mikrofon den Herren von BBL geben. Oder vielleicht, wenn eine politische Frage kommt, nochmal zurück zur Regularität. Aber jetzt versuchen wir nochmal ganz spontan die 10 Minuten im Plenum sinnvoll zu nutzen. Also ich renne jetzt ein bisschen rum mit dem Mikrofon. Brauchen kleine Services überhaupt noch eine Ausschreibung oder welche Regeln wären denn dann noch sinnvoll, wenn man das Risiko so kleint? Haben Sie dort schon sich Gedanken gemacht dazu? Ja, ich habe mir Gedanken gemacht dazu. Ich bin auch noch nicht Absolvent, aber ich mache diese IT-Beschaffungs-CAS, weil ich eben genau dieses System, dieses Rechtssystem mal verstehen will. Ich denke, für vieles, was ich hier angesprochen habe, braucht es tatsächlich keine neue Ausschreibung, sondern es gibt ja so viele Systeme, die in der Weiterentwicklungsphase sind. Mir geht es hier nicht zum Sagen, okay, das können alles weitere freihändige Zuschläge sein. Es geht mehr darum, wie man etwas macht, wenn man es macht. Ich fordere, dass man, wenn man neue Ausschreibungen macht, dass man solche Vorschläge, die einerseits wieder zu nutzen versuchen, was andere schon entwickelt haben, nicht diskriminiert. Das ist hier mein Anspruch oder meine Forderung. Und wie ich es auch schon am Rande mitvernommen habe, dass man diesen Vorwurf der Stückelung, wenn der gemacht wird, dass man den hinterfragt, ob er wirklich immer angebracht ist. Weil wir nur etwas Kleines bauen wollen, heißt es nicht immer, dass wir sogenannte Salamitaktik betreiben wollen. Also wir jetzt habe ich wir als Beschaffer genommen und nicht als Anbieter. Aber da gibt es natürlich beiderseits Interessen. Ja. Okay, also immer noch WTO-Ausschreibung, das bleibt uns nicht erspart. Gibt es weitere Bemerkungen oder Fragen? Wie rechnen Sie dann die Gesamtkosten? Pro Microservice oder auf die Applikation oder Lösung? Oder? Sagen Sie mir das. Ich muss das nicht, also ich bin jetzt ganz arrogant, ich muss das nicht lösen. Aber es ist tatsächlich eine Frage, oder? Da kann sich eine Bedarfsstelle kann sich tatsächlich fragen, ich bin doch nicht blöd und beschaffe jetzt etwas, was gar nicht unbedingt für mich im Kern so notwendig ist, aber andere sollen das dann wiederverwenden können. Wie soll dieses Modell funktionieren? Wer zahlt da letztendlich? Ich habe keine Antwort darauf zum jetzigen Zeitpunkt, weil
wir haben ja keine zentralisierte IT und ich möchte auch nicht unbedingt in diese Richtung, jetzt zum Beispiel in der Bundesverwaltung, dass alle IT zentralisiert gebaut werden soll. Genau eben nicht. Ich möchte Diversität ermöglichen. Also ich habe keine Antwort auf diese Frage. Also wir haben natürlich ein BIT beispielsweise oder ein ISB, das ja schon eine gewisse Zentralisierungsfunktion hat. Ja, aber Zentralisierung schon, aber das heißt ja nicht, die Anforderung müsste dann sein, jegliche Applikationen werden mit dem BIT oder beim BIT gehostet. Also das, ich glaube, also das kann eine politische Forderung sein, die man haben kann. Ich habe die jetzt nicht, weil also das wäre auch ein langer Weg dahin. Also ich bin da völlig schmerzfrei in dieser Richtung. Ich habe auch schon mit öffentlicher IT als Hoster auf dem Platz Zürich zum Beispiel zusammengearbeitet. Das ist lehrreich, aber das ist auch die Realität. Und verstehen Sie mich falsch, also das ist nicht, ich kritisiere das nicht, da gibt es ganz andere Rahmenbedingungen, auch Anforderungen, und wir werden dem dann ausgesetzt. Und ja, muss man schauen, wie man eine Lösung findet. Gut, vielen Dank für deine geschickte Antwort. Darf ich eine weitere Frage entgegennehmen? Das ist meine zweite. Oh, jetzt ganz weit oben hinten. Also. Sie haben Open-Source-Projekte erwähnt. Da hätte ich noch eine Frage. Haben Sie da Erfahrung, ob die tendenziell so modular aufgebaut sind, wie Sie jetzt das Architekturprinzip der Microservices beschrieben haben? Also tendenziell hätte ich jetzt gedacht, dürften die eigentlich modularer aufgebaut werden wegen der Entwicklungsorganisation? Ja, das kann man schon, also es kann schon sein, ich bin nicht Wissenschaftler, da gibt es sicher Studien dazu, das weiß ich nicht, ob das so der Fall ist. Ich bin auch nicht ein Open-Source-Papst, ich bin auch da völlig schmerzfrei, weil ich nicht einen klar technischen, programmatischen Hintergrund habe. Also mir geht es da nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Letztendlich ist entscheidend dieser Punkt der Schnittstellen, die standardisiert sind. Dann können proprietäre und Open-Source-Systeme können einfach miteinander kommunizieren. Wenn ich jetzt hier fordern würde, dass man die ganze Government-IT komplett Open-Source machen würde, dann würde Matthias würde das wahrscheinlich toll finden. Aber also das ist auch also ich werde ja vielleicht nicht älter als 80 oder 90 und ich bin jetzt erst 40, also das werde ich nicht mehr erleben. Das wäre ein vermessener Anspruch. Jetzt habe ich eben gemeint, du seist so visionär. Gut, okay. Im Rahmen. Vielen Dank nochmal, Andreas Amsler, für deine visionären Ideen.